Die Nase ist auf einer heissen Fährte. Dann hat die Frana die Witterung von einem Trüffel aufgenommen. Bis die 8-jährige Lagotto Romagnolo-Hündin aber so ein guter Trüffelhund geworden ist, hat Dennis Stalder viel mit ihr gearbeitet. Rund 2 bis 3 Jahre intensives Training braucht es für die Ausbildung. Der 1,5-jährige Rüd Furbo ist noch nicht so weit und kommt darum nach der Heimgarten in Genuss von einem Training. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich einfach einen einfachen Socken nehme, ein bisschen Trüffelöl drauf und dann mit dem Hund anfange, ein bisschen spielen. Wir ihn aber dann auch schon bestätigen, wenn er dran ist. Jawohl, super gemacht. Und dann kriegt er natürlich ein ganz gutes Gutelli. Die zweite Übung wäre, dass ich dem Hund etwas anbiete, das er selber finden muss, wo ich den Hund nicht darauf aufmerksam mache. Wo ich eigentlich dann schon anfange zu bestätigen, dass der Hund das Richtige sucht. Dazu tue ich die Eile einfach irgendwo anschmeißen. Und schaue einfach einmal, wird langweilig und schaue, ob mein Hund hier anzeigt, dass hier etwas liegt. Ja, bravo, was ist gefunden? Die Lagotto Romagnolos gelten als typische Trüffelhunde. Aber den wertvollen Pilz zu finden, kann eigentlich fast jeder Hund. Nur einen ausprägten Jagdsinn sollte ein Trüffelhund nicht haben. Dafür ist ein gewisses Mass an Verfressenheit sehr willkommen. Es ist schon so, dass ich es gerne fressen würde, aber ich habe natürlich etwas Besseres dabei. Heute hat es kleine Fischchen gegeben und das kriegen sie sonst nie und deshalb geben sie dann den Trüffel gern. Sofern man dann rechtzeitig parat ist. Sonst ist der Trüffel dann halt schneller weg, als man Stopp rufen kann. Also.